Hallo, hier ist Felix. Ich bin heute mit Luigi's Mansion. Wir haben in der letzten Folge den Strom wieder angeschaltet, denn ein Blitzeinschlag ausging und ja, jetzt können wir hier herein, da, nachdem wir einen Schlüssel im Keller geholt haben. Und es ist das Uhrenzimmer. Und was machen wir hier? Wir werden einfach mal die ganzen Uhren zum Laufen bringen. Sehen ja hier schon diese drei Soldaten, die hier herumstehen. Und es ist nicht gerade mein Lieblingszimmer. So, sobald alle Uhren laufen, bewegen die sich, gehen auf uns los mit ihren eigenartigen Korkengewehren. Und was man letztendlich machen muss. Aua! Man muss ihnen. Das war nicht mein Plan. Aua! Ja. Man muss ihnen den Drehschlüssel abnehmen. So. Können wir den ersten jetzt gewahrsam nehmen? Gut. Ist auch eine der nervigeren Stellen des Spiels. Diese drei Soldaten. Vor allem, weil man selten mehr als einen von ihnen zu fassen kriegt. Mach mal den rosanen. Ist ja wurscht. Losreißen werden sie sich sowieso wieder. So. Aber wenigstens beginnen die immer wieder an derselben Stelle. Von daher ist er jetzt wenigstens ein bisschen auf Entfernung. Und die werden auch immer flinker, die Geister. Und flüchten. Werden die immer flinker. So. Mal kurz gucken. Gut, da haben wir auch soweit alles erledigt. Dann kümmern wir uns jetzt um dich. Komm schon. Sehr schön. Damit haben wir das Uhrenzimmer auch erledigt. Und hier ist ja vor einiger Zeit mal ein Buhu hereingeflüchtet. Genau, der Boomerang. Er kehrt zurück. Und natürlich ist hier auch noch der Buhu, der zu diesem Zimmer gehört. Den holen wir uns auch noch gleich. So. Gehst natürlich hier in den Zwischenraum. Ja, das ist das Problem bei Buhus, die viel aushalten. Und wenn man sie halt einfach nicht anständig zu fassen bekommt. Man kommt sie immer so ein bisschen zu fassen. Aber sie können halt wieder abhauen. Diese 300er Buhus. Nein, 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 mein Freund, bleiben Sie da. Bleiben Sie hier. Natürlich. Dich haben wir gleich, Boomerang. Dich haben wir gleich. So. Schleunigst hinterher. Ach, das darf doch nicht wahr sein. So. Schauen wir uns hier trotzdem noch mal kurz nach Herzen um. Genau. Dankeschön. Ich bekam auch noch welche. Ja. An Heilung wird hier nicht gespart. Ich fände es ganz schön, wenn ich schaffen würde, das Spiel durchzuspielen, ohne dass ich krepiere. Weil wir bei den Soldaten dem hier schon ganz schön nahe gekommen sind. Aha.
Obwohl ich sowas eigentlich lieber in Ruhe lassen würde, aber. Muss halt leider sein. Der Wetterbu. Oder auch immer das eine Anspielung ist, ich weiß es nicht. Ja. Ja, wieder ein 300er. Ja, man kann ihn schon so ein bisschen nachlaufen, aber sie versuchen halt trotzdem letztendlich immer da hinweg zu flüchten. Gut, vielleicht muss ich da so ein bisschen um sie herumlaufen, wie ich das gerade gemacht habe. Kann sie damit so ein bisschen steuern, weil sie ja letztendlich trotzdem immer von uns weg wollen. Nein, 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 du bleibst hier. Du bleibst hier. So, wenigstens dich. Wenigstens dich nehmen wir mit. Du führst die Buhus so meisterhaft auf, als hättest du niemals etwas anderes gemacht. Respekt gebührt dem furchtlosen Buhu-Jäger. Okay, du kannst mir jetzt nicht mehr. Und wir speichern wieder. So. Gut. Gut, gut, gut. Ansonsten, glaube ich, gibt es hier aber tatsächlich nichts mehr zu entdecken. Die ganzen Häuser, wo die Daten davor standen, da gibt es nichts weiter. Und alles andere mussten wir ja eh aktivieren, um... Ja, wobei, Moment, hier ist noch so ein... Nee, da passiert nichts. Das gehört auch mal zur Marionette. Ja, da hat offenbar jemand sehr viel gebaut. Und wenn wir hier reingehen, das hat sich ja so passend geöffnet, werden wir nach oben befördert. Und was ist oben? Genau das Dach. Da brennt auch so ein schönes Feuer. Und wir haben es hier mal wieder mit den Shy-Guy-Geistern zu tun. Kriegen die beide auch gleichzeitig. Sehr schön. Dann haben wir keinen, der uns angreift. Na, haben wir wieder ein einzelnes, das heißt, der greift uns gleich wieder an. So. Wenn ich gerade richtig überlege. So. Nehmen auch gleich mit. So. Und euch beide noch. Na, natürlich war der andere wieder zu weit entfernt. Dann eben jetzt. Nein, 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 ich wollte den Feuergeist nicht. Und dann brauchen wir kein Feuer. So, aber Pflanzen haben wir hier oben auf dem Dach auch nicht. Okay, dann muss ich nochmal kurz was nachschauen. Nein. Okay. Wir wollen hier hoch. Oder? Kleinen Moment. Muss kurz was überprüfen. Ich bin mir gerade bezüglich einer Sache nicht ganz sicher. Nicht, dass ich jetzt einen Fehler mache. Ich habe übrigens mein Wasserelement doch verloren. So. Jetzt am besten, bevor mich der andere erwischt. So. Ach, ich hab dich eh erwischt. Vorher mit dem Feuer. Okay. So viel dazu. Ja, genau da wollte ich gerade hingehen. Wieder Geister fast schleifen lassen. Das ist nicht gut. Sollte man nicht tun. So, na, dann komm her. Unser nächster Schlüssel. Der führt uns dahin. Haben wir gerade schon gesehen, wo das ist. Ah, da drüben haben wir gesehen, da ging's rein. Und da wollen wir natürlich auch ran. Und wenn ich ganz viel Pech habe, darf ich da auch zweimal ran. Ach, die Dinger kann man auch. Moment. Aha. Ja, Augenblick mal. Wenn man hier die von den Säulen auch noch was kriegen kann. Überprüfen wir das natürlich. Die hat man... Schauen wir uns mal kurz die Säulen noch an. Das ist natürlich
Noch ein Herz. Mhm. Nee. Oh, nee. Scheinen wir doch nichts von denen zu kriegen, außer Herzen. Ich meine, Herzen sind natürlich freundlich. Kann man hier was anzünden? Sieht irgendwie aus wie... Nee, anscheinend nicht. Okay. Sah halt aus wie eine Feuerstelle. So, dann holen wir uns... Können wir uns aber gleich noch einen Feuergeist holen, um unsere Energie wieder aufzufüllen. Nee, theoretisch könnte man da jetzt einfach in der Mitte wieder nach unten gehen, aber wir wollen natürlich hier ran. Ein ganz wichtiger Weg, der erstmal komisch aussieht. Okay, das sah etwas komisch aus. Aber ja, wir haben hier eine weitere Schatzkammer. Mit jeder Menge Kisten. Und ganz wichtig, haben wir hier einen Spiegel. Wollen wir mal kurz überprüfen. Ah, okay. Ja, die wackeln alle. So. Geldschein? Wie wär's? Danke. Machen wir erstmal die ganzen kleinen auf. Damit wir die nicht gleich versehentlich aufmachen. Dann die. Na komm her. Ja, der nimmt... Komm jetzt! Ah, ich krieg die nie zu fassen. Es war wieder so ein wichtiger Geldgeist. So, jetzt bloß nicht die falsche öffnen. Aha. Goldbarren. Dankeschön. Kriegen wir Geld. Herz. Okay, dann bleibt mir gar nichts anderes mehr übrig, als die hier zu öffnen. So. Nein, du greifst nicht an, auch wenn du den Ton dafür schon gemacht hättest. So. Dann brauchen wir dich noch. Her mit dir. Und das Licht geht an. So. Könnte man sich natürlich denken, ja wie, so die letzte Schatzkammer war doch optional. Wieso sind die jetzt anscheinend nicht optional? Naja, wenn man mal überlegt, wir haben ja schon einen Schlüssel bekommen, das heißt... Alles, was die hier noch zu bieten haben kann, kann ja nicht unbedingt... ...benötigt sein... Kriegen wir das Bild noch zum Wackeln? Nee, das ist anscheinend nichts zum Wackeln. Gut, machen wir die Truhe auf. Und aus der kleinen Truhe kommt erstmal wieder ein Schlüssel. So, jetzt haben wir halt ein Problem. Genau, damit können wir nämlich dahin. Das
Jetzt haben wir aber ein Problem. Wir können die Tür nicht aufmachen. Die ist nämlich verrammelt. Die haben wir auch von außen schon mal gesehen. Und spätestens hier muss man diesen Trick mit dem Spiegel nutzen, weil man ansonsten aus diesem Raum nicht mehr herauskommt. War ein bisschen komisch, dass man an dieser Stelle dann diese Eigenschaft nutzen muss. So. Aber gut, auf die, spätestens an der Stelle im Spiel kommt man halt dann auf die Mechanik. Von daher. So, ja, wir haben jetzt zwei Schlüssel. Und ich habe ja gerade schon relativ lange darüber lamentiert. Wenn wir so eine Schatzkammer finden, dann haben wir da was Optionales gefunden. Warum auch immer das an der Stelle jetzt unbedingt optional ist, aber es ist halt optional. Und dementsprechend ist auch das, was wir mit dem Schlüssel hier jetzt gefunden haben, rein optional. Was es sein wird, sehen wir gleich. Ich habe das Wasserelement auf jeden Fall nicht ohne Grund mit dabei. Bin mir zwar nicht hundertprozentig sicher, ob wir da... ob wir das... Ne, ja, wobei, wäre ich jetzt auch hier oben holen können, aber... Schauen wir doch erstmal. Schauen wir doch erstmal, bevor ich hier wieder lange rede. So, hier können wir jetzt rein. Ja. Gut, wir hätten hier eh schon... Na, wo seid ihr? Ich hab mir hier eh Wasser gekriegt. So. Kriegen wir noch ein Herz. Tja, ist aber versperrt. Achso, ah. Müssen wir wieder anzünden. Hallo Geister. Ja, ich bräuchte halt auch Platz, um mich umzudrehen. Da hat die Sequenz jetzt einfach zu lange gedauert. Nee, 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 nee. So. Jetzt brauchen wir... Warum auch immer ihn das jetzt nicht getroffen hat, aber okay. Ich hab doch in die Richtung. Ich hab doch in die Richtung geschossen. Was will man denn noch von mir? Na super. Erstmal die Tischdecke weg, damit man hier ordentlich. Ah. Bolivia. Also die einzige, die mir mit dem Namen einfallen würde, wäre die von Popeye. Kennt wahrscheinlich heute auch schon wieder keiner mehr. Olivia Öl, ja. Wo ich jetzt viel zu spät verstanden habe, dass das eigentlich ein Wortwitz sein soll. Eine ganz besondere Information. Also, ja. Ja. So. Wie man merkt, wäre dieser Behut zum Beispiel für uns gar nicht bekommbar gewesen, wenn wir diesen Schatzraum nicht gefunden hätten. So, und jetzt gehen wir hier rüber. Und da ist alles auf dem Kopf. Und da liegt eine Geisterdame. Genauso verkehrt. In der Luft. Wecke mich nicht. Verschwinde! So, was man jetzt hier machen muss. Kann man mal kurz schauen. Ach, ich bin müde. Und das Bett muss traumhaft bequem sein. Das meinte ich nicht. Ich meinte eigentlich die Geisterdame. Ich mache nicht ins Bett. Versprochen. Ja, das ist im Endeffekt genau die Aussage, was wir hier machen müssen. Hm.
Ja, jetzt beginnt der Kampf gegen sie. Sie schickt diese Clowns gegen uns. Problem ist, wir müssen sie da halt immer wieder hervorlocken. So, jetzt aber schnell, bevor wieder so eine Clownspuppe daher fliegt. So, komm. Nein, nicht den Gipfels. Losreißen ist auch schlecht. So. Ja, die junge Dame hier kann man gewissermaßen als optionalen Boss bezeichnen. So. Tja, jetzt haben wir halt immer noch das Problem, dass hier alles auf dem Kopf ist. Dann kommen wir an die Kiste ja gar nicht ran. Und solche Platten, die wir uns nach oben schicken, haben wir ja auch nicht. Dann gehen wir halt wieder. Ja, Mensch, jetzt ist ja hier alles richtig hingedreht. Ja, sowas aber auch. So. Und weil es ein optional war, kriegen wir hier wieder einen Klunker. Unser vierter Diamant mittlerweile. Ja, man sieht, das Geld sammelt sich schon ziemlich gut an in dem Spiel. So. Die liebliche Bonita. Okay, wir haben gleich zwei Damen nebeneinander. Bonita und Bolivia. Nein, du kommst mit, Bonita. Sehr schön. Du blickst wirklich so fließend wie Wasser, mein Junge. Weiter so. Da waren es nur noch 8. Und die kriegen wir auch noch. So. Aber wir haben hier hinten noch eine Pflanze, die wir wässern können. Das machen wir doch so gleich. Und ein weiterer Saphir begibt sich in unseren Besitz. So, ob es jetzt hier noch mehr zu tun gibt? Nee, aus irgendeinem Grund können wir die Schublade nicht öffnen. Bei der Lampe ist auch nichts. Okay. Na denn. Wir können mal überlegen, ob es irgendwas bringen könnte, die Kerzen da drin anzuzünden. Wer hat eigentlich die Tischdecke da wieder hingetan? Na, mal kurz ausprobieren. Nee, bringt nichts. Hätte ja sein können. Jawohl, Moment mal, wir haben am Tisch ja auch nur eine. Aber nee. Ich weiß ja nicht, es könnte ja sein, dass wir irgendwann mal in einen Raum geraten, wo von uns überhaupt nicht verlangt wird, dass wir... So, die Tür war's, ne? Wo überhaupt nicht von uns verlangt wird, die Kerzen anzuzünden, und da sollen wir es aber tun, damit wir da so eine optionale Kiste freilegen können. Euch nehme ich gleich mit, bevor ihr mir noch Ärger bereitet. Nee, hier gibt's wirklich nur das eine Herz, aber es ist ja ein großes Herz, von daher reicht ja. Reicht ja bis in die Haut. Na denn, gehen wir mal weiter. Wenn ich mich recht erinnere, die Diamanten, stimmt eigentlich, die Smaragde waren glaube ich immer dafür, wenn wir Pflanzen gegossen haben, bis auf den Blutdiamant. Ja, wobei, nee, Schmarrn. Nee, stimmt überhaupt nicht. Vergesst, was ich gesagt habe. Das Rüstungszimmer. Natürlich hat der noch so weit gereicht. Selbstredend. Die geraten immer noch so ganz knapp in den Lichtstrahl rein. Ich schaff's einfach nicht, mich umzudrehen. So. Nächster. Nee, Goldbarren. Geld. Jede Menge Geld. Mal schauen, ob wir mit irgendwas
Guck mal, wir decken eine Geldmenge, den 99 erreichen. Ich glaube sehr weniger. Ja, die ganzen anderen Rüstungen haben ihre Waffen schon so markant gezogen. Keine Ahnung, wie ich den jetzt wieder erwischt habe, aber Hauptsache, ich habe keinen Schaden genommen. Habe ich das jetzt gerade eigentlich mitgenommen? Wahrscheinlich nein. Mehr Geld. So. Der letzte ist wahrscheinlich in irgendeiner Rüstung drinnen. Ja, muss ja wohl so sein. Wenn wir aber tunlichst von hinten bewegen... Ah. Ja, war nicht in der Rüstung drin, aber man muss eine Rüstung bewegen, um ihn zu rufen. Okay. So, dann noch du. Dankeschön. Ja, das mit den Ritterrüstungen hat man... wird auch nochmal aufgegriffen. Ja, einer von denen alleine ist nicht ganz so gefährlich. Aber klar... Natürlich setzt man hier darauf, dass der Spieler versehentlich mehrere Sachen aktiviert, während er zum Beispiel einen Geist jagt. So, komme ich an dich so heran? Nee, dich muss ich so aktivieren. Funktionierst du also? Nein, Luigi, dahin. Nein, Luigi, die. So. Jo. Aber solange wir die nur einzeln haben, wenn die näher an uns dran sind, können wir die auch nicht erwischen, ne? Hab ich schon gemerkt. So. Dann haben wir hier noch die beiden. Okay, welche... Wo waren wir denn noch nicht? Ach, dich haben wir noch nicht. So. Du wirfst keine Banane hin, zumindest nicht, bevor wir versuchen, dich einzusaugen. Gut, dass wir den als letztes erwischt haben. Das sind in meinen Augen immer noch die schlimmsten Gegner. Die anderen sind zwar auch nervig, aber der Gegner hat es halt wirklich in sich. Die stören genauso sehr wie die anderen. Ah ja, da können wir im Keller dann weiter. Alles klar, aber wir sehen ja hier auf der Karte... da hinten können wir ja auch noch hin. Den Geist haben wir ja auch noch irgendwo. Den wir uns natürlich so gleich holen. Buhu. Der Buerdiger. Was auch immer er uns damit sagen möchte, aber wir werden ihn jetzt verfolgen und zur Strecke bringen. Ja, jetzt haben wir ihn halt wieder überhaupt nicht zu fassen gekriegt. Ich verstehe nicht, wieso. Ich verstehe nicht, warum wir die manchmal überhaupt nicht erwischen. Ja, wenn ich dann zwischendurch... Wenn ich dann zwischendurch versuche, ihnen hinterher zu... ihnen zuvorzukommen, sie woanders hin zu lotsen, dann rennen sie halt manchmal einfach in mich rein. Sie rennen schweben. Nee, du kommst jetzt mit. So. Gut. Einer mehr. Ganz besondere Informationen. Ja, das mit den Elementen hatten wir schon. Sehr schön, nur noch 7. Wir haben ja noch genügend Räumlichkeiten und müssen sowieso alsbald dann mal noch die Buhus suchen, die uns entwischt sind. Von daher. So, ich sehe, die Folge nähert sich ihrem Ende, aber das hier machen wir noch. Wir sehen, wir brauchen hier wieder das Eiselement. Wir kriegen erstmal wieder ein wenig Geld. Hat sich aber auch betteln lassen gerade. Heilung sage ich auch nicht nein. Oh, zu einem Edelstein sowieso nicht. Ein weiterer Rubin. Schön. Ja. Mist. Holla, du mit dem Schnurrbart. Ja, genau du.
Hey, was willst du von meiner Vasensammlung? Ist sie nicht entzückend? Soweit so gut. Natürlich ist dieser wunderschöne Anblick nicht kostenlos. Ist doch klar, oder? Wenn du sie dir ansehen möchtest, musst du zuerst mit mir fertig werden. Kein Problem. Das ist doch mal eine Ansage. Dann wollen wir mal sehen, wie oft du meine Wenigkeit mit dem Eis erwischt, Kollege. Schaffst du es, mich 7-mal einzufrieren? Dann hast du gewonnen, Capito. Wenn du mal verlierst, fliegst du achtkantig raus. Jippa, zeig's mir! So, wie war das jetzt? So, Nummer 2. Nummer 3. Ich glaube, der erscheint eh bloß in einer von den oberen, ne? Hopp. Ja, da man das Element hier auch nur kurzzeitig braucht. Das Spiel ist aus, Kumpel. Kommen wir zur Auswertung. Du hast mich 7-mal erwischt, Kollege. Ich fass es nicht. Wie konntest du mich nur besiegen? Du treibst mir die Schamesröte ins Gesicht, du Oberlippenbart. Träger. Hoffentlich bist du scharf darauf, in einer dieser Vasen zu landen. Weg. Da. Ja, er ist wieder so ein Geist, der mit Gegenständen nach uns wirft. Ach komm, das war... Das war ungerecht. So. Ja, klar doch. So. Gehen wir mal ein bisschen auf Abstand, hätte ich gesagt. Nö, weg von deinen schönen Vasen. Und damit haben wir... Vasili, glaube ich, hieß er. Wie äußerst unpassend. Ebenfalls erwischt. Und bevor hier noch irgendwas passiert... Mensch, bist du etwa in der Vase, wo er war? Der rüttelt da am Tamburin. Tamburin. Oh, und der ist, ja. Aber wir erkennen hier dann wieder, auch Vasili war ein optionaler Geist. Ja, die ganzen optionalen Geister. Alles interessante Mechaniken. Wo ich aber auch finde, dass man felsenmäßig schwer daran vorbeikommt. Ohne sie mitzunehmen, meine ich. Klar, das gilt als ein Objekt. Wie ihr meint. So. Sehr schön. Goldbarren in der Vase. Warum auch nicht? So. Da ist der Boomerang. So, nehmen wir dich mal wenigstens mit. Der ist ja genau in das Zimmer hier geflüchtet. Dankeschön. So. Jetzt werden wir nochmal kurz hier oben in die Räumlichkeiten schauen, ob wir den anderen Buhu noch zu fassen kriegen. Und danach, wenn wir den haben, werde ich mich wieder in die Anfangshalle zurückteleportieren und da werden wir dann die Folge beenden. Ja, aber ihr seht, es geht so langsam zur Neige. So viel gibt's nicht mehr. Den Dachboden haben wir mittlerweile fast komplett erforscht. Tja, und mal wieder. Der Dachboden ist fast komplett erforscht. Der Keller ist auch fast komplett erforscht. Und die anderen Ebenen haben wir sowieso alle schon komplett. Tja, allzu lange geht das Spiel nicht mehr. Da verrate ich euch, denke ich mal, nicht zu viel. So, dann komm mal her, Tamburin. In diesen Gängen darf ich die einfach nicht zu fassen kriegen. Ich weiß nicht, wieso. So, da hinter diesem Tuch sehen wir schon, da ist wieder ein Spiegel. Den werden wir auch gleich nutzen. Was ich ganz schön finde, ist, dass man hier darauf geachtet hat, dass ja hier irgendwo... okay. Dass man darauf geachtet hat, dass hier ja irgendwo dieser Kamin durchführen muss. Was? Der war auf Null. Der ist auf Null. Der hat schon verloren.
Natürlich schaffe ich es wieder, dass ich sowas perfekt überschneide. So, jetzt komm her. Ernsthaft. Lass dich doch nicht so bitteln und betteln, Tamburin. Komm einfach mit. So. Schluss damit. Nummer 45. Gib's diesem Buhus. Zeig ihm, wo das lang geht. Luigi. Okay. Okay. Na dann. Das wäre dann soweit. Das. Schau ich nochmal. Nur nochmal kurz. Pflänzchen haben wir hier oben in dem Zimmer keine mehr, ne? Nee. Nix, was irgendwie gerne von uns gegossen werden würde. Und bei den Vasen, wo es Sinn ergeben würde, dass wir Pflanzen vorfinden, gibt's auch keine. Gut gegen die Wand geschmissen. Sehr schön. Gut. Das Einzige, was ich mir gerade denke, sag mal, sollen das Speere sein oder kann man das an... Moment. Das will ich jetzt noch kurz herausfinden, auch wenn wir dafür jetzt wieder einen ganz schönen Weg zurücklegen müssen. Ne? Lass mich in Ruhe. Kann man da bei den beiden was anzünden? Wen es nicht interessiert, der kann ja die Folge beenden. Kann ja das Video beenden, beziehungsweise wegschalten. Aber mich würde jetzt gerade noch interessieren, kann ich da bei diesen beiden Ritterrüstungen was anzünden? Tatsache, dass ich so weit dafür laufen muss, lässt mich auch nicht unbedingt... Ah, so. Kommen Sie mal her. Schauen wir mal, ob wir da was anzünden können, weil für Speere sah das irgendwie... Ich weiß nicht. Gut. Für Fackeln waren die Dinger eigentlich zu lang, ne? Aber irgendwie wirkt es so, als ob das oben befindliche anzündbar wäre. Ach ja, auf diesem Balkon kann man sicherlich schöne Feste veranstalten. Trotzdem würde ich so eine Villa nicht geschenkt wollen. So. Nein, da gab es leider nichts. Schade. Gut, ansonsten kann sich in diesen Truhen jetzt eigentlich auch nichts mehr befinden. Haben wir alles schon untersucht. Na gut. Dann ziehen wir hier die Bedeckung ab. So. Schauen da mal hübsch rein. Zack. Und gehen wieder zurück in die Anfangshalle, damit ich da die Folge dann bei der nächsten Aufnahmesitzung wieder dort beginne, wo ich sie aufgehört habe. In dem Sinne, sieht man sich beim nächsten Mal bei Luigi's Mansion. Ich bin Xi. Bis dann, Leute. Ciao.